Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt. Und beim letzten Mal oder in der letzten Folge haben wir ja diese tolle Schlüsselszene aus dem Film nachgebaut, wo die Protagonisten diese Jurassic Tour beginnen und durch das Jurassic Park Tor fahren. Und sozusagen, jetzt geht das Ganze erst los. Jetzt betreten wir erst richtig den Jurassic Park und kommen zu den ersten Gehegen mit den Dinosauriern und genau dem ersten Gehege, woran die dann vorbeifahren. Diesem Gehege wollen wir uns heute widmen. Das ist nämlich das Dilophosaurus-Gehege. Und damit wir das Ganze planen können, würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in Photoshop in die Planungsphase und schauen uns mal so ein paar Screenshots aus dem Film an. Und das ist eigentlich so die erste Szene, die man so richtig ja, von den Leuten aus der Tour sieht. Ja, nachdem sie durch das Tor sozusagen gefahren sind. Ja, hier sieht man so ein bisschen was im Hintergrund. Hier sieht man, dass hier so eine kleine Betonmauer und sowas ist. Aber das sind alles Sachen, also so eine Betonmauer kann ich zum Beispiel gar nicht nachbauen, weil es sowas gar nicht in Jurassic World Evolution gibt. Und ansonsten wird hier gar nicht viel verraten eigentlich, weil hier ist einfach so ein bisschen Erde und hier ist einfach ein bisschen Grünzeug. Das könnte halt wirklich alles sein, das können wir nicht wirklich nachstellen. So, das ist eigentlich so die einzige Information, die wir bekommen in der Zwischenzeit zwischen diesem Tor und dem Dilophosaurus-Gehege so ein bisschen. Und dann geht es eigentlich schon mit dieser Szene ja weiter. Die kennt man ja auch, das ist auch eine Schlüsselszene aus dem Film. Da sieht man ganz gut dieses Dilophosaurus-Schild. Das gibt es ja mittlerweile auch, das können wir auch so platzieren. Ist aber, glaube ich, von den Größenverhältnissen ein bisschen kleiner im Spiel. Bin mir da aber nicht sicher. Hier sieht man dann auch schon den Zaun von dem Dilophosaurus-Gehege. Also der scheint auch gar nicht so groß zu sein. Ich glaube, so einen kleinen Zaun gibt es gar nicht, weil der ist gerade mal so hoch wie das Auto hier von der Höhe her. Also den genau gleichen Zaun werden wir nicht haben. Aber man sieht, dass es ein Elektrozaun ist, weil hier ist so eine Lampe. Das heißt, wir können wahrscheinlich. Aber wir müssen uns gleich mal die Zäune angucken, welcher da so am besten in Frage kommt. Hier hinten sieht man auch, dass das lang geht. Also hier geht der Zaun lang. Der scheint hier zu beginnen. Ist hier hinten Klippe? Ich weiß es gar nicht, ob hier jetzt so Berg oder sowas ist. Das könnte sein. Also ich glaube, bei der Gestaltung von dem Dilo-Gehege können wir uns wirklich so ein bisschen frei austoben. Also hier sieht man halt, dass es schon eine bisschen längere Strecke ist. Und dann kommt irgendwann das Dilophosaurus-Schild. Hier sieht man das Ganze auch nochmal ganz gut. Ist jetzt eigentlich nur ein Foto so einer bisschen weiteren Perspektive. Das Schild ist eigentlich ziemlich dämlich platziert, muss man mal sagen, ne? Wenn man überlegt, dass man hier lang fährt, da steht sozusagen, hier stehen ja sogar noch zwei Bäume vor, aus der Jeep-Sicht. Das ist quasi irgendwie so platziert, dieses Schild, dass man das nicht wirklich von der Tour aus erkennt, sondern eher von dieser Filmszene heraus. Auch irgendwie total unrealistisch, muss man einfach mal sagen. So, hier haben wir die nächste Szene. Da sieht man auch nochmal so ein bisschen was. Aber so viel wird einem hier gar nicht verraten, ne? Also, hier ist auf jeden Fall diese kleine Schiene hier. Dann eine kleine Strecke. Da drum ist einfach Gras und Grün. Und hier einfach so eine gerade Gehegemauer mit einem relativ niedrigen Zaun. Dann kommt erstmal relativ viel Szene aus dem Auto, wo die Kinder und die ganzen Protagonisten, die dann noch so im Film sind, einfach gucken, ob sie irgendwas erkennen können im Dilophosaurus-Gehege. Hier sieht man dann auch nochmal so ein bisschen die Bäume im Gehege und auch nochmal den Elektrozaun. Hier sieht man dann einmal komplett die Sicht im Gehege. Also es ist sehr grün, bewaldet und bepflanzt. Da gucken halt die ganze Zeit rein und hoffen, dass sie den Dilophosaurus sehen. Der wird aber im Film natürlich, den kriegen sie nicht zu Gesicht. Hier schauen sie nochmal, sind schon total enttäuscht. Nochmal der Blick ins Gehege. Dann sieht man hier nochmal ein Bild von der Seite. Da sieht man nochmal so ganz leicht hier die Gestaltung und so. Aber gibt auch nicht wirklich Informationen. Und das ist das letzte Bild von dem Dilophosaurus-Gehege. Hier sieht man nochmal ganz gut den Zaun. Und der ist wirklich mega niedrig. Schaut euch das mal an. Also der geht. Auf diesem Bild ist er sogar noch niedriger von der Sicht her, ne? Also das ist irgendwie schon ein bisschen unlogisch, muss ich sagen. Vorhin ging der noch bis hier. Zumindest auf dem einen Bild sah es so aus. Jetzt geht er nur noch bis hier. Ja, keine Ahnung. Also es ist echt schwer herzuleiten. Hier sind aber auf jeden Fall auch so ein paar Klippen drin, ein paar Felsen. Paar Höhenunterschiede und sowas. Ich glaube, hier ist sogar so ein kleiner Graben hinter dem Zaun. Kann das sein? Ein ganz kleiner, minimaler Graben. Ob da jetzt Wasser drin ist, weiß ich nicht. Das sieht ja nicht so aus. Aber ich glaube, hier geht es so ganz leicht runter. Vielleicht können wir das ja auch berücksichtigen. Und dann geht es wieder so ein bisschen hoch. Aber das sind eigentlich schon so alle Informationen, die wir über das Dilophosaurus-Gehege im Film bekommen. Dann geht es nämlich schon zu der nächsten Szene. Das ist dann das T-Rex-Gehege. Aber dazu kommen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach ans Bauen. Ich glaube, wir können nämlich in der heutigen Folge relativ viel freie Schnauze bauen. Aber darauf freue ich mich schon. Und ich würde sagen, wir springen wieder ins Spiel. So, Leute, ich bin jetzt doch noch nicht
in Jurassic World Evolution, sondern ich bin nochmal in Jurassic Dream gesprungen. Das ist ja dieses Fanmade-Nachbauprojekt von Jurassic Park 1. Verlinke ich für euch natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Und wir werden uns jetzt mal die Stelle so ein bisschen angucken, welche wir jetzt nachbauen werden. Ist wirklich wunderschön hier. Ich glaube, wir sollten das hier uns mal auch komplett angucken und alles erkunden. Weil man kann sogar in die Gebäude und so rein. Fahren jetzt aber erstmal das Stück ab, wo die im Film halt langfahren. Das wäre dann hier. Dann müsste das hier rechts die Strecke sein. Sieht hier aber auch schon ein bisschen... Es sieht komplett anders aus als bei mir, aber ich glaube, ich habe das sogar ein bisschen besser nachgebaut als hier. Weil hier fallen mir schon ein paar Sachen auf. Wird ja viel laut die Musik wird. Hier fallen mir auf jeden Fall ein paar Sachen auf, die man im Film anders ein bisschen gesehen hat. So, hier fährt man lang. Jetzt müsste es ja irgendwann zum Dilo-Gehege gehen. Ah, hier geht es jetzt erstmal durch das Jurassic Park-Tor. Cool. Okay. Ja, schon mal schön aus. Ist aber schon mit viel Liebe zum Detail, ne? Guck mal, die Palmen und so sind auch alle da. So, Luken auf. Ja, nein. Ja, geht auf, okay. Sehr schön. Oh, jetzt gibt es hier sogar Abzweigungen, what? Okay, ich fahre einfach mal links in der Hoffnung, dass es richtig ist. Ich habe mir das soweit auch noch nicht angeguckt, Leute. Also keine Ahnung, was uns hier erwartet. Geht halt jetzt hoffentlich zum Dilo-Gehege. Ansonsten müssen wir gleich nochmal umdrehen. Oh ja. Sieht aber gut aus. Wir steigen mal aus, dann sieht man nämlich ein bisschen mehr. So, hier ist auf jeden Fall so viele Klippen und Berg. Und das müsste das Dilo-Gehege sein. Der Zaun ist auch relativ niedrig. Dinosaurier gibt es hier in dem Spiel ja leider noch nicht. Jo, und hier ist das Dilophosaurus-Schild. Das wäre dann so ein bisschen die Kameraperspektive. Ist nicht ganz perfekt nachgebaut. Aber ich habe mir das schon so gedacht. Im Hintergrund sah es auch so ein bisschen aus, als wenn da so Klippe und sowas ist. Das können wir ja leider nicht so nachbauen. Dann ist hier dieser relativ niedrige Zaun. Den können wir leider auch nicht so nachbauen, weil der ist viel, viel höher in Jurassic World Evolution. Aber im Prinzip ist es echt nur so eine Gerade, wo man lang fährt. Und dann biegt man schon wieder hier links ab. Und dann geht es so ein bisschen runter. Das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Ich glaube, das ist einfach nur ein viereckiges Gehege. Also ich glaube, so viel Inspiration können wir uns hier gerade gar nicht snacken. Ich will nochmal eben ein Stück weiterfahren. Einmal gucken, ob es wirklich detailgetreu ist. Weil ich habe schon vor den Filmen nochmal ein bisschen weiter geguckt. Und man sieht als nächste Szene nach dem Dilo-Gehege auf jeden Fall, dass die durch so einen Tunnel fahren und dann zum T-Rex-Gehege kommen. Wir schauen jetzt mal, ob der Tunnel auch hier in dem, in diesem Fanmade-Game vorhanden ist. Weil es ist schon viel Liebe zum Detail hier zu sehen, aber einige Dinge sind auch ein bisschen falsch, beziehungsweise anders interpretiert als ich, nenne ich es mal. So, okay. Ist das jetzt hier schon das T-Rex-Gehege? Und sogar eine Brücke. What? Ah, hier kommt der Tunnel. Ist auf jeden Fall noch irgendein Gehege. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon T-Rex ist. Kein blassen Schimmer. Das ist auf jeden Fall der Tunnel, den ich meinte. Weil man sieht halt als nächste Szene nach der Dilo-Szene, dass die sozusagen aus diesem Tunnel rausfahren. Genau hier. Und dann kommt das T-Rex-Gehege. Aber irgendwie ist das hier komplett anders. Hm. Okay, ich bin verwirrt. Keine Ahnung, was... Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Keine Ahnung. Müssen wir dann schauen. Aber das habe ich jetzt gerade auch ein bisschen aus dem Film anders in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal wieder in Richtung in Jurassic World Evolution und bauen da weiter. So, Leute, da sind wir wieder in-game. Und ja, die Strecke von diesem Tor aus dahin ist ja relativ egal. Aber ich glaube, ich werde versuchen... Ja, wir müssen eigentlich fast versuchen, hier am Rand zu bleiben, damit wir möglichst wenig Platz verschwenden, sozusagen. Ich will aber auch nicht zu nah am Rand bleiben, wenn ich ehrlich bin, weil wir dann kaum Möglichkeiten haben, hier nach links was zu bauen. Wobei wir das Dilo-Gehege, die fahren ja sozusagen, also rechts von denen, wenn die hier lang fahren, ist das Dilo-Gehege. Das heißt, auf der linken Seite muss gar nicht so viel Platz sein. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen die Strecke weiterführen, so wie ich denke, wie sie ungefähr verlaufen wird. Man sieht auf jeden Fall auch, dass das kein Asphaltuntergrund ist, sondern Erde. Das heißt, ich werde hier einfach mal so eine Erdstrecke weiternehmen. Ich glaube, wir könnten hier vorne schon fast das Dilo-Gehege machen. Meint ihr, das würde klar gehen, wenn man hier vorne schon anfängt, das Dilophosaurus-Gehege machen? Eigentlich schon, ne? Ich glaube, das geht wirklich klar. Wir gehen hier auf jeden Fall auf ein niedrigeres Level.
Da müssen wir dann auch mal eben schauen, dass wir das Ganze so erhöhen. Achso, ich habe noch eine Sache gar nicht erwähnt. Ich habe ja beim letzten Mal wieder ein paar Dinos freigelassen und dafür wollten wir Dino-Namen wieder festlegen. Da habt ihr sicherlich schon was in die Kommentare geschrieben. Aber ich vorproduziere gerade diese Folge. Das heißt, ich konnte leider noch keine Kommentare lesen, weil die letzte Folge sozusagen noch gar nicht veröffentlicht wurde, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Und deshalb wird das wahrscheinlich erst in der nächsten Folge passieren mit den Dino-Namen wieder. Seid da bitte nicht böse. Aber ich glaube nicht, dass das schlimm ist. So, hier würden wir dann Platz schaffen für das Dilo-Gehege. Es wäre echt ganz cool, wenn hier dann noch dieser Berg ist, den man auch in Jurassic Dream gesehen hat. Den vermute ich ja auch da, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir das dann hier hin machen, das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, hier überglätten. Hier die Bäume mal weg. Dann würde hier irgendwo das Dilo-Gehege ungefähr anfangen. Hier müssen wir dann noch versuchen, so eine schöne Bergoptik hinzukriegen. Vielleicht können wir das ja auch mal hier eben machen. Wäre cool, wenn das so ein bisschen klippig aussieht dann da auch. Können ja leider nicht so steil bauen wie hier. Das wäre ziemlich cool, wenn man das noch so ein bisschen mehr klippig bauen könnte. Würde ich feiern. Müssen hier halt aufpassen, dass die Strecke nicht angehoben wird. Das ist relativ wichtig. So, ich mache hier mal so. Das versuche ich dann gleich relativ klippig zu gestalten. Und dann wird das Dilo-Gehege hier so in dem Bereich sein. Ich hoffe, das kommt dann so ein bisschen an das Original ran. Ja, im Film sieht man halt leider wirklich nicht viel. Deswegen blende ich gerade auch keine Screenshots für euch ein. Die werde ich gleich erst einblenden, wenn so ein paar Szenen kommen, wo man so ein bisschen was vermuten kann, was da sein könnte. Dann werde ich das auf jeden Fall für euch wieder alles anzeigen. Keine Sorge. So. Natürlich hier. Schwierig, schwierig. Okay. Nehmen wir hier mal so ein bisschen den Übergang. Das ist aber schon ganz cool hier. Ich meine, der Berg ist natürlich wieder nicht so steil, wie er sein sollte. Aber immerhin haben wir schon mal so ein bisschen Bergoptik geschaffen. Die kann man dann später auch noch das Ganze mit so ein paar Felsen und Klippen bergiger machen. Ja, ist natürlich immer gefährlich, ihr seht schon. Solche Klippenplatzierungen, die machen gerne mal dann sowas kaputt. Ich würde sagen, ich bereite das hier mal noch so ein bisschen vor und dann überlegen wir uns mal eben, wie wir das bauen. Also die Strecke würde dann hier noch ein Stück weitergehen. Ah, den Zaun, den müssen wir auch noch rausfinden, welchen wir nehmen, ne? Ja, ich mach mal den Berg hier so ein bisschen weiter, fahr mal das Auto hin und dann schauen wir mal, welchen Zaun wir am besten verwenden. Okay, Leute, ich habe hier mal ein bisschen übergeglättet. Der Streckenverlauf hat sich noch leicht geändert. Das ist auch ganz schön problematisch hier, weil wir hier auf so einem sehr niedrigen Niveau sind und hier links die Wand relativ hoch ist. Ihr seht halt schon, hier ist die Begrenzung und dadurch entsteht halt hier wirklich eine sehr, sehr große Schräge. Ich glaube, wir müssen auch die Strecke gleich nochmal ein bisschen, den ganzen Verlauf so ein bisschen anpassen hier. Sonst kriegen wir das nicht hin. Das habe ich natürlich vorher nicht einberechnet. Also wir hätten hier halt höher gemusst, aber dann hätten wir halt nicht mehr diese Senkung nach hier unten gehabt, die wir halt auch im Film sehen, dass es da so ein bisschen runter geht. Wir hätten natürlich auch nochmal hoch wieder bauen können. Aber ich würde sagen, das machen wir nach dem Dilo-Gehege. Hier geht dann halt mal ein bisschen Platz verloren durch so Schrägen. Das kann man dann nicht ändern. Ich glaube, viel mehr Platz brauchen wir erstmal gar nicht für das Dilo-Gehege. Ich glaube, zu groß sollten wir das nämlich auch nicht bauen. Aber jetzt schauen wir erstmal, welchen Zaun wir brauchen. Ich habe gar nicht jetzt das Auto vorgefahren, das habe ich vergessen. Machen wir mal ganz schnell zusammen. Genau, hier geht es dann in die Kurve. Also Kleinigkeiten kann ich ja nochmal ändern, aber das ist eigentlich schon ganz gut hier. Der Zaun ist wirklich sehr, sehr niedrig. Das sieht man auf den Screenshots. Ich glaube, der ist auch immer niedriger als das Auto, wenn ich ehrlich bin. Ich müsste jetzt eigentlich das andere Auto holen. Aber ich denke, das hier reicht auch. Weil von der Höhe her können wir, glaube ich, eh nicht viel variieren. Der ist immer doppelt so hoch. Also die Zaunhöhe kommt hier auf jeden Fall absolut nicht hin, wie im Film. Wir müssen halt jetzt gucken, welcher Zaun am ehesten hinkommt. Das ist eigentlich nur so ein Zaun mit so ein paar, ja, Drahten, würde ich fast sagen. Und so ein bisschen Strom. Und sehr, sehr niedrig. Also gar nicht so ein High-Security-Zaun. Oh, shit. Okay. Das hier ist der Stromzaun. Das ist ja auch ein Stromzaun. Na, der wird wahrscheinlich am besten passen, aber der hier ist niedriger, deswegen würde ich den wahrscheinlich eher bevorzugen. Den hier brauchen wir gar nicht erst ausprobieren. Der ist ja richtig High Security hier. Also, ja, wir werden auf jeden Fall den Nicht-Stromzaun hier nehmen. Der ist nämlich ein bisschen kleiner. Und der kommt dann schon zumindest am nächsten daran ran. Der ist sogar hier an dieser Stelle direkt, also direkt an den Gleisen, beziehungsweise an dieser Schiene führt der entlang. Den packen wir mal kurz weg, dass er nicht im Weg ist. Man sieht auch gar nicht den Anfang so richtig. Aber ich glaube, so ein bisschen was mit dem Berg oder mit dem Berg ist das schon so ein bisschen
Ja, hier in der Ecke zumindest. Ich würde gerne hier nochmal einen Felsen oder sowas unterbringen, glaube ich. So. Und ich glaube, dann würde ich sogar hier auf der rechten ein Dilo-Schild platzieren. Wir werden dann hier links das auch noch platzieren, aber das ist ja eher so im Wald. Das ist halt wirklich komplett unlogisch platziert im Film, muss man einfach sagen. Weil, ja, es ist halt für den Film platziert, nicht für die Jurassic Park-Tour, das sieht man halt. Macht halt gar keinen Sinn da, wo das Dilo-Schild steht. Wir platzieren das, glaube ich, mal so relativ nah ran. Ich weiß nicht, ob das zu nah ran ist. Ich glaube, noch ein Stück weiter weg. Ah, jetzt habe ich wieder das Problem. Das ist sehr, sehr problematisch übrigens an diesen neuen Deko-Elementen. Boah, wir kriegen es sogar noch hin. Weil manchmal hat man es, dass man die gar nicht mehr entfernen kann, wenn man die irgendwo nah dran platziert hat. Jetzt ging es zum Glück noch. Die Dilophosaurus. Ich denke mal, ich werde das dann ein bisschen weiter weg machen. Ungefähr so. Vielleicht dann nochmal ein paar Details hier machen. Mal hier so ein bisschen Erde drunter machen. Hier auf dieser Seite kann nämlich der Rasen bleiben. So. Das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Dann haben wir hier nochmal so einen Felsen. Da müssten wir dann auch nochmal hier die Klippentools so ein bisschen überarbeiten. Vielleicht hier auch nochmal den einen oder anderen Felsen hinten hin machen. Damit das Ganze so ein bisschen cooler aussieht. Nehmen wir doch mal den hier. So, und dann könnte hier hinter das Dilo-Gehege quasi schon losgehen. Hier können wir auch gleich noch den einen oder anderen Baum platzieren. Aber ich werde jetzt erstmal den Zaun relativ nah ran hier platzieren. Ungefähr so. Und da jetzt den Zaun erstmal ein ganzes Stück weitermachen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit wir hier gehen müssen. Wir fangen jetzt erstmal hier an, in dieser Ecke das gut zu machen. Also entweder machen wir das eckig oder wir runden das Ganze hier ab. Aber abrunden ist nicht so smart. Wir müssen das schon fast so machen. Vielleicht könnte man dann auch das Dilo-Schild hier vorne hin verlegen. Weiß es nicht. So, das ist jetzt die Gehegeform. Sieht immer echt ein bisschen eckig aus mit diesem Zaun. Also nicht so abgerundet wie mit dem anderen Zaun. Aber das kann man irgendwie nicht anders machen. Ich mag das ja sehr gerne, wenn Sachen abgerundet sind. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich denke mal, die Größenverhältnisse sind auf jeden Fall auch in Ordnung. Es könnte sogar sein, dass es zu groß ist. Dann machen wir das auf jeden Fall noch ein bisschen kleiner. Weil je mehr Platz wir sparen können, desto besser. Hier hinten wird dann auch irgendwo noch das Tor hinkommen. Das dürfen wir nicht vergessen später. Das Dilo-Schild, das platziere ich wahrscheinlich jetzt nochmal ein bisschen vor. Ich weiß, das ist ein Dilo-Schild, was man im Film nicht sieht hier vorne. Aber das ist halt sinnvoll, meiner Meinung nach. Deswegen platziere ich das hier. Und das ist ja auch eine Stelle, die man auch so ein bisschen frei interpretieren kann. Ich wäre hier so ziemlich gut, ne? Vorne so ein bisschen schräg. Ja, das ist schon ziemlich nice. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier wegkriegen. Ja, klappt, sehr schön. Und dann machen wir einmal mit dem Bodentool wieder da unter. Dass hier kein Rasen zu sehen ist. Machen wir natürlich Rasen hin. Oh, das war falsch. Wollte ich eigentlich so machen, genau. Nochmal mit den Klippen so ein bisschen rüber. So, das sieht auch wunderbar schon aus. Genau, dann haben wir hier aber auch nochmal zu viel Erde, sehe ich gerade. Da muss dann auch mal Rasen hin auf dieser Seite. Ja, das passt eigentlich. Hier schimmert dann so ein bisschen was durch. Und dann kommt man hier zum Dilophosaurus-Gehege. Ja, der Zaun ist natürlich viel zu krass. Im Film ist der halt nicht ganz so übel. Aber das können wir halt nicht beeinträchtigen oder beeinflussen. Geht leider nicht anders. Das können wir nicht anders bauen. Wir müssen jetzt eigentlich als nächstes diese Szene hier nachbauen. Die blende ich mal einmal für euch oben ein. Das heißt, die sind hier schon so ein Stückchen am Fahren. Ungefähr so, schätze ich. So, und dann steht hier mitten im Wald. Das ist halt auch komplett unlogisch. Mitten im Wald steht so ein Dilo-Schild. Ja, aber das bauen wir natürlich nach, ne? Es ist im Film zu sehen, deswegen bauen wir es nach. Wir müssen natürlich jetzt hier die Bewaldung schon so ein bisschen selber variieren. Hier ist auch relativ viel Wald drin, das sieht man im Gehege. Das Gehege ist ja an sich mega bewaldet. Das heißt, da im Hintergrund ist Wald zu sehen. Hier ist der ein oder andere Baum. Der Wagen steht hier natürlich jetzt voll im Weg. Machen wir mal eben ein Stück zur Seite. Aber das Dino-Gehege ist echt schade, dass man da so wenig Infos drüber bekommt im Film. Zeigen halt wirklich nur so ab und an mal so ein paar Büsche da im Gehege und dann zeigen die wieder die Gesichter in den Autos,
wie sie kläglich versuchen, einen Dino zu finden im Gehege. Und man den halt leider nicht ins Gesicht bekommt. Ich will eigentlich so ein paar vereinzelte Bäume auf dieser Seite machen, aber so viele sind da gar nicht zu sehen. Ich überlege gerade, ob wir wieder so ein weißer Baum. Ich überlege, ob wir hier nicht so einen kleinen. Ist das ein kleiner? Ja, das war der kleine. Ob wir da nicht diesen kleinen Dingsbaum noch hintermachen. So. Ich glaube, der nicht zu groß ist. Ach, das passt schon. Einen so einen Baum kann man da schon mal zwischen machen. Die Bewaldung ist ja sowieso mal kritisch. Ich glaube, daneben würde sogar noch mal eine Palme stehen, aber ich glaube nicht, dass wir die hinbekommen. Ich glaube, ich mache das einfach ungefähr so. Sieht schon ganz gut aus. Und dann wäre hier noch mal so ein Farn. Da würde hier einfach dieses Dilo-Schild stehen. Das mega groß ist irgendwie im Screenshot. Also es ist irgendwie komplett komisch, muss ich sagen. In dieser Szene. Ich habe wirklich keine Ahnung. Müsste irgendwo hier stehen. Das ist halt wirklich komplett random, oder Leute? Also wenn wir jetzt mal... Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen nachvollziehen. Müsst ihr eigentlich mega nah ranzoomen. Und dann wäre so ungefähr die Szene. Also hier wäre dann dieser Baum. Den habe ich jetzt mit so einem großen Baum dargestellt. Hier müsste dann noch ein weiterer so Busch oder sowas sein. Aber den haben wir nicht ganz. Da habe ich eigentlich diesen Baum hier geplant, der da oben links zu sehen ist. Und hier müsste die Jurassic Tour sozusagen durchgucken. Es kommt von den Verhältnissen natürlich alles hier nicht ganz genau hin. Aber ich denke mal, so ist die Szene schon relativ gut nachgebaut. Aber jetzt seht ihr, was ich meine mit diesem Schild. Das ist halt komplett schwachsinnig irgendwie, oder? Wie das da platziert ist. Muss man einfach sagen, da macht das Schild hier schon mehr Sinn. Das ist halt rein für den Film platziert. Also, dass man aus der Perspektive sieht, was für ein Dino da ist. Ist halt schon irgendwie sehr seltsam. Ja gut, kann man nichts machen. Wenn hier auch mal ein bisschen bewallen. Hier die Klippe werde ich, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen... Ja, hier werden wir sowieso viel Wald machen, glaube ich. So. Werde aber, glaube ich, auch noch hier so ein bisschen mit der Klippe so ein bisschen das Ganze anmalen. Dann später gestalten. Hier so ein bisschen mehr, wie der Berg aussieht. Der hier so runterläuft. Das sieht ja schon ganz gut aus. Ein paar Bäume hier rauf. So. Vielleicht können wir dann später auch nochmal den ein oder anderen Redwood Tree da platzieren, wenn das dann funktioniert. Aber da schaue ich dann. Diese Seite ist jetzt an sich erstmal gar nicht so wichtig. Also wir haben die eine Filmszene, die schon mal wichtig ist, auf jeden Fall hier ganz gut oder relativ gut nachgestellt gekriegt. Damit bin ich schon zufrieden. Man hätte auch Palmen hier hintermachen können. Ich weiß nicht, ob das mehr Sinn machen würde. Statt diesem Redwood Tree könnte man so Palmen nehmen. Die sehen noch weniger in diese Richtung aus, ne? Oder halt so einen normalen Baum könnte man auch nehmen. Oh, der würde, glaube ich, mehr Sinn machen, Leute. Der Redwood Tree ist einfach zu groß. Ich glaube, wir probieren das mal mit so einem normalen Baum aus. Vor allem hier. Der ist, glaube ich, vom Ast her ein bisschen besser geeignet dafür. Versuch mal eben, das Ganze hier so ein bisschen dichter zusammenzustellen. Dann das Schild vielleicht noch ein bisschen rüber. Dann kriegen wir die Szene vielleicht noch mal ein bisschen besser dargestellt. Weil sie ist halt wirklich schwachsinnig. Also dieses Schild ist komplett bescheuert platziert. Das muss man einfach sagen. Ich versuch's gerade mal. Ja. So wäre es dann ungefähr im Film. Ich habe es ein bisschen mehr rausgezoomt, weil wir oben rechts noch den Screenshot sehen. Und hier wäre dann das Auto und dann, ja, einigermaßen passt es, Leute. Aber der Baum passt da ein bisschen besser rein, glaube ich. Also mit der Bewaldung und so, da werde ich mich später auch noch so ein bisschen austoben. Dass es ein bisschen schöner aussieht. Und alles so Sachen, die muss ich ja nicht unbedingt mit ins Video machen, denke ich. Werde ich dann nochmal den einen oder anderen Baum auf jeden Fall platzieren. Dann schauen wir mal. So, sehr schön. Haben wir hier das schon mal, diese Filmszene nachgebaut. Ansonsten können wir hier schon fast jetzt im Gehege so ein bisschen gestalten. Ja, im Gehege wird eigentlich auch nicht viel verraten. Da stehen nur relativ viele Bäume. Hier hinten geht es noch so ein bisschen runter. Das hatten wir ja schon vorhin, ganz am Ende.
Aber ansonsten wird eigentlich gar nichts gezeigt so über das Gehege, was sehr, sehr schade ist. Ich versuche das mal hier so ein bisschen runter abzusenken. Das ist mit diesen Riesentools auch super, super schwierig. Also ein bisschen passt das ja schon hier. Können wir vielleicht jetzt nochmal hier so ein bisschen... Ja, das passt. Ich werde da auch noch so ein paar Höhenunterschiede in das Gehege auf alle Fälle einbauen. Damit das Ganze ein bisschen interessanter aussieht. Aber das werde ich alles random so ein bisschen gestalten, weil über das Gehege wird halt echt nicht viel verraten. Ich denke mal, da kann man wirklich seiner Fantasie so ein bisschen freien Lauf lassen. So, ich denke mal, ich werde auch ein kleines Gewässer machen. Das Gewässer sieht man, glaube ich, auch so gar nicht, was da dann im Gehege dann ist. Immer so schwierig hier. Jurassic World Evolution mit Gewässern. Gerade wenn man Gewässer mit Berge kombiniert, in Bergen kombiniert, immer sehr problematisch, weil halt Wasser sehr, sehr schnell verschwindet. Ich glaube, ich mache auch echt nur so ein kleines Wasserbecken. Reicht mir, glaube ich, schon. Ansonsten sieht das schon ganz gut aus hier. Müssen wir hier vorne noch relativ viel bewallen. Ich mache das erstmal mit diesen Tools hier so. Allgemein mega das bewaldete Gehege. Das ist richtig krass. So. Machen wir auch noch den ein oder anderen Redwood Tree rein. In dieses Gehege. Vielleicht auch nochmal einen größeren. Ich weiß nicht. So eine Dreier-Kombo. So eine Dreier-Kombo, wieso nicht? Sieht eigentlich ganz gut aus. Schon sehr hoch, ne? Die Bäume. Nochmal so einen davor machen. Ah, das passt aber. Sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr grün aus. Wir müssen es eigentlich sogar noch dichter hier kriegen von der Bewaldung her. So, dass man fast gar nichts erkennen kann. Wäre eigentlich so das Ziel. Schlimm, wenn der Baum so... Nee, das passt eigentlich. Vielleicht können wir jetzt auch noch diese Bäume hier so ein bisschen dazwischen quetschen, damit das noch dichter her wird vom Wald. Gott, ich weiß gar nicht. Die Dilos wird man nie zu Gesicht bekommen. Aber bekommt man im Film ja auch nicht. Also von daher... Es ist schon realistisch so. Aber ist halt schon irgendwie ein bisschen lame, dass man kaum was sieht. Ich hoffe, wir werden, wenn wir die Tour mal fahren irgendwann, die auch mal dann sehen. Ich glaube, einen Ziegenfutterspender sieht man da auch nicht im Gehege. Dann werde ich hier wahrscheinlich nur einmal einen Fleischfutterspender hinmachen. Ich könnte den eigentlich auch... Na komm, den machen wir nach vorne, Leute. Auch wenn man ihn im Film nicht sieht. Aber vielleicht haben wir dann wenigstens so ein bisschen die Hoffnung, dass man, wenn wir später diese Tour langfahren, den Dilo auch mal zu Gesicht bekommt. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Wenn wir das hier hin platzieren, ist das, denke ich mal, schon in Ordnung. Diese Erhöhung hier ist schon wieder kaum noch zu sehen, ne? Ja, doch, so ein bisschen geht's runter hier. Wie es auch im Film ist. Aber wir können auch mit Büschen zum Beispiel gar nicht so nah ran, wie es eigentlich sein müsste. Ich werde hier mal noch ein bisschen mit den Umgebungstools so ein bisschen arbeiten, damit das Ganze interessanter aussieht. Hier auch mal ein bisschen anderer Untergrund ist. Gerade auch hier der Übergang muss noch auf jeden Fall gemacht werden. Hier werde ich später auch noch allgemein so ein bisschen begrünen und sowas. Das werde ich aber alles jetzt nicht unbedingt ins Video schneiden. Und jetzt alle so Sachen, die nicht ganz so wichtig sind. Ich glaube halt, wir haben schon fast alle wichtigen Stellen, die man im Film sieht, gemacht. Das war ja wirklich nicht viel. Zumindest mit den Möglichkeiten, die wir hier im Spiel haben. Sind ja leider wirklich sehr begrenzt, gerade was solche Bauten und so angeht. So, die Dilos werden gerade alle nach und nach fertig. Wir lassen jetzt mal einen frei, gemeinsam. Die anderen werde ich gleich auch noch freilassen. Auch einer meiner Lieblings-Dinos von JWE. Schon cool, ne? Die Animation. Da läuft er. Auch wie er das Gift spuckt, das ist auch mega nice. Oh Gott, wir müssen ihn mal... Oha. Oh, die Ranger-Station ist jetzt hier
nicht in Betrieb. Gut, das müssen wir mal ganz schnell eben machen. Ich würde sagen, ich lasse jetzt nochmal eben die anderen frei. Ihr könnt aber wieder in die Kommentare gerne Namensvorschläge für diese vier Dilos schreiben. Ich werde die dann betäuben und in ihr Gehege bringen. Und dann sehen wir uns nochmal wieder und schauen uns nochmal das fertige Ergebnis an von der heutigen Folge. Und da sind wir nochmal unterwegs, hier in unserem Tour Ford Explorer und schauen uns das Ganze nochmal an. Fahren wir nochmal schön durch das Tor. Die Dilos müssten gerade vom Helikopter gebracht werden noch. Aber die sollten gleich da sein, wenn wir da gleich vorbeifahren. Hier geht's dann lang. Dann geht's hier vorne nochmal um eine Kuppe. Ich finde es sehr cool, dass man hier noch nicht direkt irgendwas sieht, weil so ist es ja im Film auch. Hier geht dann die Strecke weiter. Sehr, sehr schade, dass die Klippe halt nicht steiler geht. Oh, da kommen sie gerade. Landen gerade noch. Und hier kommt man dann zum Dilophosaurus-Gehege. Ich finde das gar nicht schlimm, dass wir hier nochmal das Schild selber platziert haben, weil das Schild da hinten im Wald macht halt absolut keinen Sinn. Aber so war es halt dargestellt. Ich habe das Schild übrigens auch nochmal ein bisschen umpositioniert da im Wald. Das verstand noch ein bisschen sehr weit weg. Aber hier sieht man es nochmal. Hier kommt man dann an dem Dilophosaurus-Gehege sozusagen vorbei. Und mit etwas Glück kann man ein Dilo zu Gesicht bekommen. Aber im Film war es ja auch nicht so. Also wenn wir jetzt einen sehen, dann haben wir Schwein gehabt. Naja, gehen ja hier vorne fressen. Den Futterspender, der ist, glaube ich, ganz gut platziert hier. So hat man wenigstens eine Chance, die hier mal zu Gesicht zu bekommen. Da sind sie alle am Futtern. Ist das nicht toll? Also ich glaube, ich bin ganz zufrieden damit. Beim Dilo-Gehege hatten wir ja nicht viele Informationen, wie das Ganze aussieht. Und auch nicht viele Baumöglichkeiten, was Jurassic World Evolution angeht. Aber ich bin schon sehr zufrieden damit. Man kann auf jeden Fall erkennen, dass das hier das Dilophosaurus-Gehege sein soll. Kann gut sein, dass es noch zu lang ist hier, aber das kann man im Film auch nicht richtig sehen. Ich hoffe, wir kriegen später hier keine Platzprobleme, aber eigentlich sieht das ganz gut aus. Ne? Hier das Dilo-Gehege, dann haben wir hinten das T-Rex-Gehege. Die Triceratops-Stelle kommt meiner Meinung nach noch. Dann kommt noch dieser Weg zurück vom T-Rex-Gehege zum Besucherzentrum und sowas. Da ist noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir auf jeden Fall noch bauen müssen. Aber ich denke mal, das kriegen wir platztechnisch alles hin. Aber ich glaube, wir werden nicht alle Gehege unterbringen können hier, die ihr schon geschrieben habt, die ja noch im Jurassic Park vorhanden waren, die man im Film nicht sieht. Da müssen wir dann mal schauen. Aber solange wir alle Szenen aus dem Film, die man im Film auch sieht, hier in dem Park unterbringen, bin ich schon sehr, sehr glücklich. Und das soll es eigentlich heute auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch sehr viel Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr einer dieser tollen Dilos in meinem Zoo seid, Zoo wollte ich schon sagen, in meinem Park sein wollt und verewigt werden wollt in meinem Jurassic Park 1 Nachbau, dann könnt ihr gerne einen Namensvorschlag unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.